Von Limitierungen bei Uhren halte ich im Allgemeinen überhaupt nichts. Es sei denn, ich habe selber eine. Hallo und willkommen bei Watch Maxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Naja, das Eingangsstatement war vielleicht ein kleines bisschen provokativ, aber von dieser Limitiritis, also das Limitieren von Uhren, nur des Limitierens willen, um eine künstliche Knappheit vorzugaukeln, finde ich ehrlich gesagt ziemlich blöde. Und es funktioniert auch bei weitem nicht immer. Es gibt reichlich Uhren, die rein der Zahl nach eine Limitierung haben, aber über einen ganz, ganz langen Zeitraum verfügbar sind. Was zeigt, dass auch eine Limitierung auf 300, 500 oder 1000 Stück nicht wirklich eine Knappheit erzeugt, sondern lediglich das Gefühl bei Käufern, die sich nicht damit auseinandersetzen, etwas Besonderes zu haben. Und das finde ich Augenwischerei, um ganz ehrlich zu sein. Noch blöder finde ich Sondereditionen für Autohersteller, Jubiläen, Juweliere, Zeitschriften oder was auch immer da in Frage kommt, aber darüber mache ich wahrscheinlich noch mal ein separates Video. Heute soll es um eine Uhr gehen, die wirklich limitiert ist, nämlich auf 75 Stück pro Modell. Und mir hat sie extrem gut gefallen. Ich hätte sie mir auch gekauft, ohne dass sie limitiert worden ist, was übrigens für alle limitierten Modelle gilt, die ich in meiner Sammlung habe. Die Rede ist von der SIN 7563 oder III, wie sie dann auch benannt wird. Vor einiger Zeit hat SIN vier Modelle rausgebracht und jedes dieser Modelle war auf genau 75 Stück limitiert. Das war einmal die 756 und das Schwesternmodell 757. Hier im Video die 7563 hat das etwas farbenfrohere Ziffernblatt und die 756 unterscheidet sich zur 757 durch die fehlende Lünette bzw. den fehlenden Drehring. Und das andere Pärchen ist die 7562 bzw. die 7572, ebenfalls hier im Video zu sehen. Das ist etwas dezenter gehalten vom Farbspiel her. Nicht langweiliger, aber nicht ganz so auffällig wie das Dreiermodell. Übrigens, die Einblendungen von der SIN-Seite erfolgen mit Genehmigung von SIN. Also ich habe hier tatsächlich die Erlaubnis, in meinen privaten Videos diese Bilder verwenden zu dürfen. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Ich bekomme nichts dafür und ich gebe nichts dafür. Insofern tue ich das guten Gewissens und freue mich daran, diese Bilder entsprechend nutzen zu dürfen. Aber jetzt möchte ich euch nicht nur die Bilder und die offiziellen Fotos zeigen, sondern meine Uhr, wie ich sie sehe und wie sie an unterschiedlichen Bändern wirkt. Viel Spaß beim weiteren Video. So, hier haben wir sie, die 756iii. Man kann es ganz schön sehen, dass sie ein ganz, ganz dunkelblaues Ziffernblatt hat, welches einen herrlichen Kontrast gibt zu den orange abgesetzten Indizes der Minuten und dem orange eingefärbten Zeiger der Stoppsekunde und der Totalisatoren. Sehr zur Beruhigung trägt bei, dass dieses Modell als Duograph mit nur zwei Totalisatoren keine Permanenzsekunde hat und damit ein ausgesprochen ruhiges und wenig bewegtes Ziffernblatt hat. Bedingt durch die Technik und das verbaute Werk ETA/Valjoux 7750 hat die Uhr eine relative Höhe, die meiner Meinung nach am Arm aber nicht wirklich stört. Die Krone ist mit einem Kronenschutz versehen, der aber auch nicht so groß dimensioniert ist, dass er wirklich stören würde, wenn die Uhr am Arm ist. Aktuell habe ich an der Uhr das fünfgliedrige Band von SIN
oder auch als Feingliederband bezeichnet, welches sehr gut zu der Uhr passt und der Uhr in meinen Augen ein klein wenig einen feineren Charakter verleiht, beziehungsweise den Charakter einer sportlichen Uhr für Bürotätigkeiten und solche Anlässe, ohne da komplett aus dem Rahmen zu fallen. Das Schwesternmodell D756 Diapal ist einer der Technologieträger von Sinn. Mit der schmierstofffreien Hemmung erreicht über Diamantpaletten, dem tegmentierten Gehäuse, der Trockenhaltekapsel. Dieses Modell hat nicht ganz so viel der Sinn-Technologien, aber ebenfalls ein tegmentiertes Gehäuse, was dazu führt, dass die Uhr überdurchschnittlich kratzerresistent ist. Sie hat auch die Trockenhaltekapsel, auf die ich, und da bin ich ganz ehrlich, wahrscheinlich sogar verzichten könnte oder auch, wenn ich dadurch Geld sparen könnte, wahrscheinlich nicht nehmen würde. Denn entweder sind meine Uhren dicht oder nicht. Das sehe ich auch auf anderem Wege als über eine solche Kapsel. Insofern, sie ist da. Bei der nächsten Revision wird sie vielleicht gegen eine Blindschraube ausgetauscht oder auch nicht. Das muss ich noch mal sehen. Die Uhr hat auch den Magnetfeldschutz, wie man anhand des Zeichens neben der 9 erkennen kann. Das ist das Zeichen für den Sinn für den Magnetfeldschutz. Und ansonsten in meinen Augen eine wunderschöne Uhr, die man durchaus gut tragen kann. Und zwar unabhängig davon, wie groß oder wie klein der Arm ist. Hier einmal im direkten Vergleich zu der 556IM, die nominell 1,5 mm kleiner im Durchmesser ist, was aber, wie ich finde, wirklich überhaupt nicht auffällt. Und am Arm trägt sie sich sehr gut und sehr angenehm vor allen Dingen, was mir persönlich sehr wichtig ist. Was ich sehr schön an der Uhr finde, dass sie durch ihre klare Gestaltung, aber das entsprechende Farbspiel, ein prima Kandidat ist, um den Spagat zu machen zwischen einer absolut bürotauglichen Uhr und einer Uhr, die wirklich jeder Urlaubssituation gewachsen ist. Und das möchte ich euch jetzt ganz kurz zeigen. Hier hätten wir also jetzt die Uhr komplett ohne Band und an unterschiedlichen Bändern ist sie mein absoluter Favorit als Urlaubsuhr. Nehmen wir zunächst einmal ein Band von Sinn, welches von Sinn auch mit dieser Uhr angeboten wird. Und zwar handelt es sich hier um ein schwarzes Lederband mit einer orangefarbenen Kontrastnaht. Und hier wird die Uhr sofort einen ganzen Punkt sportlicher verglichen mit dem Feingliederband, welches der Uhr dann doch eine viel höhere Bürotauglichkeit schenkt. Das hier ist so nach meinem Gefühl die Kombination, die wirklich absolut immer geht und mit der man niemals in irgendeiner Weise verkehrt liegt. Das Band ist leider nicht wasserfest, sodass man es gegebenenfalls, wenn man es denn in solchen Situationen tragen möchte, regelmäßig ersetzen muss. Zum Glück sind die Bänder von Sinn nicht so wahnsinnig teuer, dass das ein großes Problem darstellen müsste. Ein klein wenig rumexperimentiert habe ich mit einem blauen, ganz dunkelblauen Band mit einer Krokodil- oder Alligatorenprägung. Es ist aber ein Rindslederband. Wenn ich das an die Uhr halte,
finde ich, dass es farblich gut passt, aber die Prägung des Bandes ist in meinen Augen überhaupt nicht passend zum sportlichen Erscheinungsbild der Uhr. Insofern ist das eine Kombination, die für mich nicht geht. Da ich von Urlaub sprach, möchte ich jetzt ein kleines bisschen farbenfroher werden. Und hier habe ich ein orangefarbenes Canvasband von Miros Time. Und das Orange des Canvasbandes passt natürlich wirklich klasse zu den orangefarbenen Zeigern und den orangefarbenen Minutenindizes, sodass wir hier eine sehr, sehr farbenfrohe und sportliche Sommeruhr haben, die im Urlaub, am Strand oder beim Wandern in den Bergen in jedem Fall immer gut passt. Diese Kombination ist und bleibt auf meiner Habenseite. Wer schon mal das ein oder andere Video von mir gesehen hat, der weiß, dass ich auf diese Art von Schwimmbadbändern stehe. Hier haben wir ein zweigeteiltes Band von Eolith in einem sehr, sehr kräftigen Blau, welches aber, da das Ziffernblatt ebenfalls einen Blauton hat, in meinen Augen ebenfalls hervorragend passt, wo man ein klein wenig drauf gucken muss, das Band baut nicht sehr hoch und damit steht die Uhr extrem hoch und auch die Hörner haben viel Spiel. Das ist einer der Kompromisse, den man eingeht, wenn man ein solch dünnes Band an eine solch vergleichsweise dicke Uhr montiert. Ihr könnt das hier, glaube ich, ganz gut sehen. Da ist so gut wie kein Band sichtbar. Auch bei der dicken Uhr. Die Draufsicht ist okay, die Seitenansicht ist ein Kompromiss. Deutlich weniger Kompromiss, weil vom Material her dicker und dann auch noch gefaltet ist dieses zweiteilige NATO, welches ich ebenfalls von Miros Time gekauft habe. Leider weiß ich wirklich nicht mehr, wie dieses Modell heißt. Die Außenbahnen hier sind leider schwarz und nicht dunkelblau, was noch besser passend gewesen wäre. Aber ich finde auch so, dass dies eine sehr farbenfrohe Kombination ist, die vielleicht dem einen oder anderen zu unruhig ist, mir aber tageweise, nicht beim Dauertragen, aber tageweise auf jeden Fall sehr gut gefällt. Ja, das hier war meine 7563, limitiert auf 75 Stück. Man kann es sogar, glaube ich, auf der Rückseite sehen. Da müsste dann stehen eine von 75. Eine von 75. Da kann man es sehen. Jawohl. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr noch mehr sehen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal. Eines der nächsten Videos wird wahrscheinlich ein Überblick über meine gesamte Sinnsammlung sein. Ein Zuschauer hatte das einmal angefragt in einem Kommentar. Und wenn ich mal alle Uhren hier habe und nicht mehr als die Hälfte im Tresor ist, in der Bank im Schließfach, dann werde ich ein kurzes Video machen, oder vielleicht wird es auch ein längeres Video über meine aktuelle Sinnsammlung, warum ich diese Uhren habe und welche wahrscheinlich sehr, sehr lange bleibt und welche vielleicht wieder gehen muss, wobei letztere Position wahrscheinlich mit keiner Uhr besetzt sein wird, muss ich ganz ehrlich sein. In diesem Sinne, ich freue mich, dass ihr bei mir wart und ich freue mich auf euren nächsten Besuch bei meinen Videos. Bis dahin, euer Watchmaxim.